Wir haben Kunden, die 1 Million Euro Monatsumsatz gemacht haben. Diese Geschichten, die ich euch hier erzähle, die sind nicht nur ausgedachte Geschichten, sondern sind echte Kunden, echte Unternehmer, die diese Ergebnisse haben und für die das funktioniert. Und wie diese Strategie funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Setzt das um, das funktioniert. Damit ihr richtig viel spenden könnt, sprechen wir jetzt darüber, wie ihr noch mehr Umsatz machen könnt. Und dazu will ich euch eine Geschichte erzählen von einem Kunden, den ich auf einem Event getroffen habe. Ich habe ihn getroffen, habe gesagt, na, wie läuft's mit einem Loftfilm? Und er hat gesagt, Jonas, gar nicht gut. Ich bin nicht happy, wir schalten den auf Facebook als Werbung, aber er funktioniert irgendwie gar nicht. So, da war ich erstmal schockiert. Ich dachte, das sollte so nicht sein. Er sagt, komm, wir setzen uns mal zusammen hin, wir schauen uns das mal an. Ich habe den Loftfilm angeschaut, ich persönlich fand den super und habe mir gedacht, eigentlich müsste der doch funktionieren. Das kann doch nicht sein, dass der keine Ergebnisse liefert. Da haben wir uns hingesetzt. Dieser Kunde hat seinen Facebook-Spezialisten mitgebracht, der hat sich nicht selbst darum gekümmert. Dann habe ich mir das Facebook-Werbekonto angeschaut und habe gesagt, Moment, habt ihr unseren Kurs angeschaut? Wir haben nämlich für jeden Loftfilm-Kunden kostenlos einen Kurs, wo wir zeigen, Klick für Klick, wie man die Werbung richtig aufsetzt. Ja, nee, das haben wir nicht gemacht, aber ich habe ja einen Spezialisten, der kümmert sich darum. Dieser Spezialist hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Der dachte, er könnte das. Der Kunde dachte auch, dass er das kann, sonst hätte ihm ja nicht sein Facebook-Werbekonto anvertraut. Das Problem ist, es gibt ganz viele Spezialisten, die sagen, oh, ich kann das, Facebook kenne ich mich aus, ich weiß, wie das geht, die aber leider keine Ahnung haben. Ich habe dann mit dem Kunden zusammen die Einstellungen geändert bei Facebook, alles richtig aufgesetzt und 3 Tage später kam schon die erste Nachricht. Jonas, du geiler Typ, hier fliegen schon wieder Anfragen rein. Eine Woche später kam das nächste Update. Es kommen wirklich durchgehend neue Leads, Zeitoptimierung. Wir kommen mit der Bearbeitung kaum noch nach. Der Kunde hat mittlerweile 2 weitere Filme beauftragt. Die Moral von der Geschichte ist, nur wenn du deinen Loftfilm richtig einsetzt, wird er auch für dich arbeiten und für dich Kundenanfragen bringen. Den Loftfilm zu machen, ist erst die halbe Miete. Der bringt euch gar nichts. Ja, das ist wie ein Auto ohne Motor. Sieht zwar schön aus, bringt euch aber nicht ans Ziel. Und deshalb schaut diesen Kurs an. Der ist kostenlos für euch alle. Da steckt ganz viel Wissen drin. Wir haben den gerade geupdatet vor 2, 3 Monaten. Auch die, die ihn vielleicht vor einem Jahr schon geschaut haben, schaut nochmal rein, dass wirklich Klick für Klick Anleitung, wie ihr das aufsetzt. So, jetzt seid ihr aber heute nicht hier, um euch von mir erzählen zu lassen, dass ihr nach Hause gehen solltet, einen Kurs anzuschauen. Deshalb möchte ich euch jetzt die besten Wege mitgeben, wie ihr euren Loftfilm einsetzen könnt. Und ein paar davon haben wir schon gehört, ganz klar auf der Webseite, absolutes Muss. Wie genau ihr das macht, technisch, welchen Player ihr verwendet und so weiter, Klick für Klick im Kurs. Auch auf Events, davon haben wir vorhin schon gesprochen, in Beratungsgesprächen, all das sind schöne Wege, euren Loftfilm einzusetzen. Aber sind wir mal ehrlich, was ihr wollt, ist nicht hier mal eine Anfrage bekommen, da mal den Loftfilm auf einem Event zu zeigen, was ihr eigentlich wollt, und davon reden wir hier auch immer die ganze Zeit, Millionen durch einen Loftfilm. Und Millionen ist einfach ein Synonym für viele Anfragen und viel Umsatz. Wie geht das? Das geht, indem Menschen den Loftfilm sehen. Wenn zum Beispiel 100 Menschen den Loftfilm sehen, dann wird ein bestimmter Prozentsatz davon überzeugt werden, bei euch eine Anfrage zu stellen. Sagen wir mal, es gibt 3 Anfragen, wenn 100 Menschen den Film sehen in eurer Zielgruppe, und einer davon wird zum Kunden. So, das ist schön, dass wir jetzt einen Kunden gefunden haben, aber wie schaffen wir es, das zu skalieren? Ganz einfach, statt 100 Menschen müssen ihn 1000 sehen. Statt 3 Anfragen bekommen wir dann vielleicht 30 und statt einem Neukunden gewinnen wir dann vielleicht 10. Und das Ganze können wir weitermachen. Wir können es jetzt auch 20.000, 50.000, 100.000 Menschen den Film sehen. Da werden wir mehr Aufmerksamkeit bekommen und mehr Anfragen bekommen. Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, wie schaffen wir es, dass mehr Menschen diesen Film sehen? Und das zeige ich euch jetzt. Es gibt 3 Wege, die für uns funktionieren, die auch für viele unserer Kunden funktionieren. Wir haben ein Coaching-Programm, da arbeiten wir über längere Zeit mit unseren Kunden eng zusammen und schauen auch denen auf die Finger. Ja, viele von unseren Coaching-Kunden sind auch hier, sitzen als VIP-Teilnehmer in den ersten Reihen. Das heißt, wir sehen nicht nur, dass es für uns funktioniert, sondern wir sehen auch das, was bei den Kunden und Kundinnen jeden Tag passiert und funktioniert. Und diese
Strategien, die wirklich proven to work sind, möchte ich euch jetzt mitgeben. Eine von diesen drei Strategien solltet ihr umsetzen direkt ab morgen oder ab Montag spätestens. Die erste Strategie ist Google Ads. Das hat zum Beispiel unser Kunde Michael genutzt. Das hier ist eine Spindel. Und eine Spindel ist in jeder industriellen Produktion absolut notwendig. Ja, das heißt, da werden Uhren produziert, Autos, Maschinen. Alle diese Produktionen brauchen Spindeln. Diese Spindeln gehen blöderweise ab und zu kaputt. Und immer wenn die kaputt gehen, was macht dann ein Produktionsleiter? Der geht auf Google und er sagt, verdammt, ich brauche eine Firma, die jetzt meine Spindel repariert. Und deshalb schreibt er bei Google Spindelreparatur. Wenn ihr bei Google nach Spindelreparatur seht, werdet ihr Folgendes finden. Und zwar werdet ihr sehen, dass unser Kunde Spindel Full Service ganz oben steht, als allererster Treffer. Warum steht er da? Weil er dafür bezahlt. Er bezahlt Google dafür, dass wenn man nach Spindelreparatur sucht, dass er dann ganz oben steht. Wenn man da jetzt draufklickt, kommt man auf seine Webseite, hier ist der Loftfilm eingebunden. Und so sehen mehr und mehr Menschen aus seiner Zielgruppe den Loftfilm. Und wenn man jetzt hier auf Spindelreparatur anfragen klickt, bekommt er eine Anfrage. So. Der Kunde Michael hat mittlerweile dadurch mehr als 1 Million Euro Umsatz gemacht. Über die Zeit. Und das könnt ihr auch, vorausgesetzt Google Ads machen für euch Sinn. Und Google Ads ist der richtige Kanal für euch. Wann ist Google Ads der richtige Kanal für euch? Immer dann, wenn eure Zielgruppe aktiv auf der Suche ist. Das heißt, sie wissen, sie haben ein Problem, sie wissen, sie haben aktuell eine konkrete Situation, sie gehen jetzt auf die Suche. Das heißt, der Bedarf muss vorhanden sein. Keine Impulskäufe. Und es funktioniert sowohl im B2B-Bereich wie auch im B2C-Bereich. Das Schöne ist, ihr könnt sehen, ob eure Zielgruppe sucht oder nicht. Wenn ihr unsicher seid, dann nutzt ihr zum Beispiel den Google Keyword Planner oder ein Tool wie zum Beispiel Ubersuggest. Da gibt es kostenlose Tools. Damit kann man überprüfen, wie oft sucht jemand in Deutschland oder auch in Österreich oder auch in München nach einem bestimmten Wort. Hier ist ein Beispiel. Steuerberater München wurde hier eingegeben als Recherche, als Keyword, was wir überprüfen wollten. Und wir sehen schon mal, wir haben 5.400 Suchanfragen pro Monat in Deutschland. Darüber hinaus zeigt uns Google weitere verwandte Suchbegriffe. Ja, das heißt SDBK München, Steuerkanzlei München. Also das heißt, Google schlägt euch auch vor, hey, vielleicht ist auch dieses oder dieses Keyword für euch relevant. Ihr könnt auch hier sehen, was kostet mich ein Klick, wenn ich ganz oben stehen will. Du zahlst bei Google immer nur pro Klick. Das heißt, wenn du ausgespielt wirst und jemand scrollt vorbei, nicht so schlimm, kostet nichts. Es kostet erst dann, wenn er klickt. Wichtig ist hier, den Loftfilm wirklich auf der Webseite einzusetzen. Weil Menschen, die auf Google suchen, die vergleichen. Die schauen A, B, C, drei Anbieter an. Da müsst ihr einfach positiv auffallen, herausstechen. Das macht ihr mit eurem Loftfilm. Neben der Keyword-Recherche, wenn ihr die gemacht habt und seht, hey, mein Keyword wird viel gesucht, da gibt es viel Potenzial, solltet ihr auch auf die Suchintention achten. Ihr seht hier zum Beispiel zwei verschiedene Begriffe. Einmal suchen wir nach Vitamin C und einmal nach Vitamin C kaufen. Sieht jetzt erstmal relativ ähnlich aus, ist aber ein riesengroßer Unterschied. Vitamin C könnte man aus ganz vielen Gründen suchen. Zum Beispiel ein Schüler, der im Biounterricht ein Referat halten muss, schaut mal, Vitamin C, was hat es damit auf sich? Vitamin C kaufen, da erkennen wir an der Suche, dass jemand einen Bedarf hat, jetzt etwas zu kaufen. Und ihr wollt am Anfang, gerade wenn ihr ein kleines Budget habt, immer möglichst auf diese kommerziellen Suchbegriffe gehen. Ja. Erklärvideoagentur beauftragen, zum Beispiel. Das ist viel besser als einfach nur Erklärvideo. So, jetzt habt ihr euer Keyword oder eure Keywörter gefunden. Und jetzt gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr richtig machen müsst. Das Gemeine ist, instinktiv macht man das falsch. Und das ist die Keyword-Option. Es gibt bei Google verschiedene Keyword-Optionen und die Standardeinstellung ist weitgehend passend. Das heißt, wenn ihr nicht aktiv das ändert in eurem Google-Konto, wird das gewählt. Was ihr machen solltet, ist genau passend. Und der Unterschied ist der, ihr gebt bei Google eine Liste ein mit Keywörtern, die für euch interessant sind. Zum Beispiel für uns wäre interessant, das Keyword Erklärvideo erstellen lassen.
Was müssen wir tun, damit Google erkennt, wir wollen nicht weitgehend passend, sondern genau passend? Wir müssen eckige Klammern um das Wort herum machen. Wenn ihr diese eckigen Klammern nicht macht, sagt Google, alles klar, weitgehend passend. Instinktiv macht man es falsch, weil woher soll man wissen, dass man eckige Klammern drumherum machen muss, weil man nicht auf dem Loftfilm-Day war. Das Problem an weitgehend passend ist folgendes. Ihr sagt damit Google, ich will nicht nur ausgespielt werden für Erklärvideo erstellen lassen, sondern auch für ähnliche Suchbegriffe. Zum Beispiel Erklärvideo kostenlos erstellen. Google sagt jetzt, okay, das ist ja weitgehend passend, das ist ja ungefähr das, was gerade gesucht wurde, ich spiele Loftfilme aus. Wollen wir aber nicht, weil jemand, der schon kostenlos mit reinschreibt in die Suche, wird garantiert nicht unser Kunde. Ja, das Gleiche für selbst erstellen, günstig erstellen, das sind negative Keywords, die wollen wir nicht, die wollen wir ausschließen. Wenn wir die eckigen Klammern drumherum haben, werden wir nur ausgespielt für exakt diese Suche. Dementsprechend, wenn ihr Google Ads macht, gerade bei kleinem Budget, ihr wollt wirklich nur dann ausgespielt werden, wenn der Suchende genau nach jemandem wie euch sucht. Und wenn ihr das anschaltet, dann werdet ihr anfangen, Geld auszugeben auf Google. Ihr werdet anfangen, Klicks zu bekommen, im besten Fall sogar Anfragen. Und jetzt müssen wir mal analysieren, funktioniert das gut oder nicht. Ja, die Magie bei Google passiert nicht bei dem ersten Mal aufsetzen. Die Magie passiert bei dem wieder und wieder und wieder draufschauen und immer weiter verbessern und verbessern. Und ich zeige euch jetzt mal, das ist von einem Coaching-Teilnehmer von uns, die Ergebnisse, die er bekommen hat. Und er hat gesagt, hey, liebes Loftfilm-Coaching-Team, könnt ihr mir mal sagen, was das jetzt genau bedeutet? So. Er hatte verschiedene Keywords, die habe ich jetzt mal ersetzt mit unserem Keyword, ja, aus Datenschutzgründen. Das heißt, das ist einfach jetzt Beispiel-Keywords von uns. Und für diese verschiedenen Keywords wurden verschieden viel Geld ausgegeben. Ja, das ist nicht immer gleich viel, weil mal wird ein Wort öfter gesucht, mal wird ein Wort weniger oft gesucht und am Ende zahlst du ja immer nur pro Klick. So. Diese Keywords haben verschieden viele Klicks gebracht. Und dann der nächste Schritt, wenn man klickt, ist ja auf die Webseite zu kommen. Der nächste Schritt ist, dass man aufs Formular kommt, also auf diesen Fragebogen. Und dann, im besten Fall, kommt jemand nicht nur aufs Formular, sondern füllt das auch aus. Ja, ja genau, von den Klicks zum Formular aufrufen sollte ungefähr 5-10% die Conversion sein. Wenn nicht, geht zu landeseiten.de und lasst euch mal anschauen, was vielleicht auf der Webseite verbessert werden muss. Ja, eine gute Webseite, da sollten von allen Besuchern, die draufkommen, circa 5-10% auch den Fragebogen wirklich öffnen. So, den Fragebogen haben einige ausgefüllt und wir haben hier hinten einen Cost pro Lead, ja, also wie viel haben wir gezahlt in dieser Kampagne, um eine Anfrage zu bekommen. Hier sollte die Conversion 30-50% sein. Ja, das heißt, den Fragebogen, Felix hat es vorhin gesagt, den Conversion-Killer, wenn ihr zum Beispiel in dem Fragebogen so ein Freitextfeld habt, wo man einfach reintippen soll, ist meistens die Conversion niedriger. Ja, wir haben das ganz oft gemessen, das sind nicht nur Ergebnisse, die für uns wahr sind, sondern auch für viele, viele Kunden. Ja, also das ist realistisch, was ihr anstreben solltet. So, wie sind jetzt diese Ergebnisse? Was sollen wir jetzt ändern? Schauen wir mal die erste an, wir schauen jetzt die zahlenweise an. Also das erste Keyword, Erklärvideokosten heißt das hier, hat 150 Euro ausgegeben, 47 Klicks bekommen und 3 Aufrufe bekommen. Ja, wir haben noch 0 Anfragen bekommen, aber wir haben schon mal einige Aufrufe auf unserem Fragebogen bekommen, schon mal 3 Stück. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Manchmal dauert es einfach eine Weile, manchmal ist einfach ein schlechter Tag, eine schlechte Woche. Also das würde ich jetzt mal nicht anfassen. Weder super, das passt, noch schlecht, das schalten wir ab. Das lassen wir erstmal weiterlaufen und beobachten das. Die zweite Reihe, 200 Euro ausgeben, 60 Klicks. Ja, wir sehen hier genau diese 10% Conversion. Und hier haben 2 von 6 das ausgefüllt. Das sind jetzt 30%. Und wir haben 2 Anfragen bekommen für 103 Euro. Sind wir damit happy? Damit sind wir sehr happy. Weil wir haben 100 Euro bezahlt und haben gerade 2 Anfragen, also 200 Euro bezahlt und 2 Anfragen bekommen. Die lassen wir auf jeden Fall so, wie sie ist. Die dritte. Können wir sagen, okay, keinen einzigen Fragebogen aufgerufen, keine einzige Anfrage bekommen, ist das jetzt eine schlechte Kampagne? Die Antwort ist nein, wir wissen es noch nicht. Warum? Weil wir haben erst 48 Euro ausgegeben. Das heißt, es ist zu früh, um es jetzt schon anzufassen. Also nicht panisch werden, immer die ganzen Daten anschauen und in diesem Fall würden wir sagen, weiterlaufen lassen, erstmal abwarten. Und die letzte, da haben wir schon 200 Euro ausgegeben,
hatten sehr viele Klicks, aber kein einziger hat den Fragebogen geöffnet. Keine einzige Anfrage, logischerweise. Die würden wir abschalten. Und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen dieses Budget, diese 200 Euro, die wir hier ausgegeben haben, und packen die hier mit drauf. Und das Keyword, was sich gerade herausgestellt hat, anhand von Daten, was gut funktioniert, bekommt jetzt nach und nach mehr Budget. Wir können bei bezahlter Online-Werbung nie raten. Wir müssen immer schauen, was die Daten sagen. Und es passiert oft, ja klar, auch bei uns zum Beispiel im Coaching, sage ich, ich würde das und das mal probieren. Eine Garantie gibt es nie. Dann schauen wir es an und manchmal habe ich recht und manchmal sagen die Daten, Jonas, du hattest Unrecht. Und die Daten, die lügen nie. Und ihr seht, wenn ihr das immer wieder macht, immer wieder drauf schaut, werdet ihr immer wieder bessere und bessere Ergebnisse bekommen. Und das ist die erste Strategie für euch. Alle, die aktiv gesucht werden, nutzt Google Ads. So. Jetzt sitzen einige hier im Raum, die sagen, ja, aber ich werde nicht aktiv gesucht. Ich bin ein neuartiges Produkt oder ja, irgendwie, bei mir gibt es keine aktive Suche. Was kann ich machen? Und es gibt einen zweiten Weg, sehr sinnvoll Geld auszugeben im Internet und das ist auf Meta. Ja, bezahlte Werbung auf Meta. Und das hat auch unser Kunde Patrick gemacht. Patrick kennt ihr, weil Patrick ganz viele Loftfilme gesprochen hat. Er ist Sprecher. Auch die Moderation heute hier hat er gesprochen. Vorhin den Film von Torben Baumdick, den wir angeschaut haben, hat auch er gesprochen. Und nachdem der Patrick mehrere hundert Loftfilme gesprochen hat, kam er auf uns zu und hat gesagt, Herr Jonas, ich finde eure Loftfilme geil, ich will auch einen. Ich habe eine Sprachschule, ja, Sprechertraining und ich möchte auch einen Film machen. Wir haben einen Film für ihn gemacht und er hat ihn auf Facebook eingesetzt. Das bedeutet, er gibt Facebook Geld dafür, man sieht es hier, Anzeige, dass diese Werbung Menschen da draußen angezeigt wird. Ja, wenn die durch Facebook scrollen, sehen die seine Werbung. Einige werden draufklicken, einige werden eine Anfrage stellen, genauso wie bei Google auch. Und Patrick hat es geschafft, mit diesem Film über 370.000 Euro Umsatz zu machen. Ich bin mir sicher, wenn er weiter diese Werbung laufen lässt, er hat mittlerweile auch schon 5 Filme beauftragt, wird auch er die Millionenmarke bald knacken. Für wen von euch machen Meta-Ads Sinn? Also erstmal, ihr braucht eine große Zielgruppe. Wenn ihr eine sehr kleine, sehr spitze, sehr nischige Zielgruppe habt, funktionieren Meta-Ads nicht. Meta-Ads leben davon, dass es viele Menschen sehen und ein kleiner Teil davon draufklickt. Wenn es nur wenige Menschen gibt und davon ein kleiner Teil draufklickt, funktioniert es nicht. Große Zielgruppen sind zum Beispiel alle Unternehmer, alle, die Gewicht verlieren wollen, alle, die vielleicht sich nach einer neuen Karrierechance umsehen und vielleicht Sprecher werden wollen. Das sind große Zielgruppen. Große Zielgruppen sind auch alle Münchner, ja, oder alle Menschen, die in Bayern leben. Nicht so große Zielgruppen sind sehr nischige Dinge, sehr nischige Industrien. Wenn du zum Beispiel sagst, alle Zahnärzte, das ist zu klein. B2B und B2C funktioniert. Viele denken, ja, Facebook, da sind meine Kunden nicht, weil ich bin B2B. Andreas Baulig hat es gestern schön gesagt, die kaufkräftigsten Zielgruppen sind immer auf den Plattformen, die schon totgesagt sind. Ja, die jungen Wilden, die sind jetzt auf TikTok, aber die sind nicht kaufkräftig. Und die Generation 30, 40 plus, die kommt jetzt auf Facebook an und die nutzt das aktiv. Und da sind auch eure Geschäftsführer und Manager und Entscheider, die sind da auch dabei. Konzerne funktionieren nicht so gut auf Facebook-Ads. Ja, da macht eine andere Strategie mehr Sinn, da sage ich euch gleich was dazu. Und es muss immer einen potenziell großen Bedarf geben. Potenziell großer Bedarf heißt, ich kann eben eine Impulsentscheidung treffen. Hey, du bist Unternehmer, willst du einen Erklärfilm? Ja, klingt cool. Du bist Unternehmer, du willst Steuern sparen? Ja, auf jeden Fall. Aber hey, du hattest gerade einen Autounfall und willst jetzt eine Reparatur? Das ist keine Impulsentscheidung. Ja? Und man sagt nicht, oh, hier gibt es eine coole Umzugsfirma, die klingt so gut, ich glaube, ich ziehe mal wieder um. Ja, die findet man auf Google. Weil, was macht man, wenn man umzieht? Man geht auf Google, Umzugsfirma München. So. Jetzt die Frage, wie setzt man so eine Werbeanzeige richtig auf? Ich zeige euch das jetzt. Ich zeige euch, wie das aussieht in dem Werbekonto. Keine Sorge, ihr findet das alles ausführlich auch noch mal im Kurs. Aber ich zeige euch die wichtigsten Dinge. Das erste ist das Kampagnenziel, das ihr auswählen sollt. Viele fangen an, Werbung aufzusetzen und sagen, ich möchte so viele Klicks wie möglich. Die denken, Klicks sind gut. Was ihr wollt, sind aber nicht Klicks, sondern was ihr wollt, sind Anfragen. Das Problem, wenn wir Facebook sagen, wir wollen möglichst viele Klicks, also Traffic, dann wird Facebook diese Werbung an Menschen ausspielen, die höchstwahrscheinlich klicken. Das heißt aber nicht, dass die höchstwahrscheinlich auch anfragen. Und Facebook weiß alles über jeden. Facebook ist sehr gut darin, den richtigen Menschen das zu zeigen.
Wenn ihr sagt, ich will Engagement, wird Facebook das Menschen zeigen, die höchstwahrscheinlich engagieren, also kommentieren. Was wir aber wollen, sind Leads und ganz konkret hier diese Einstellung Conversions. Wir wollen Anfragen generieren. Und was ihr sehen werdet, wenn ihr wechselt von Traffic auf Anfragen, ist, plötzlich wird der Klick mehr kosten. Aber die Anfragen werden weniger kosten. Facebook macht genau das, was ihr Facebook sagt. Und wenn ihr sagt Facebook, meine ich Meta. Ja, das ist Instagram genau das Gleiche. Und wir haben das oft schon erlebt, dass Unternehmer sagen, ja, Facebook funktioniert nicht. Ja, ich kriege keine Anfragen. Ja, dann haben die eine Traffic-Kampagne gemacht. Natürlich funktioniert es nicht. Facebook kann nur das tun, was du auch von ihm verlangst. Deshalb immer eine Conversion-Kampagne wählen. Hier unten. Dann Meta, da gehört Facebook dazu, Instagram und auch ein paar andere Plattformen. Wo soll ich das ausspielen? Das könnt ihr einstellen. Und die Faustregel ist ganz einfach, überall. Ihr lasst alle Haken an oder noch besser, ihr lasst einfach bei den Placements diese Advantage-Placement-Auswahl an. Warum? Wir haben viele, die sagen, ja, meine Kunden sind eher auf Instagram, die sind nicht auf Facebook. Deshalb schalte ich Facebook ab. Das weiß Facebook aber auch und Facebook weiß das besser als ihr. Das heißt, wenn Facebook feststellt, dass deine Kunden nur auf Instagram sind, wird Facebook von deinem Werbebudget den Großteil auf Instagram ausgeben. Die Faustregel ist aber, lasst Facebook so viel Optionen wie möglich. Je mehr Freiraum ihr Facebook lasst, desto besser, weil Facebook ist schlauer als ihr. Welche Zielgruppe soll ich meine Werbung zeigen? Das ist die dritte Frage. Es gibt bei Facebook die Möglichkeit, genau einzustellen, wer soll meine Werbung sehen und wer nicht. Ihr könnt einstellen, wo. Ja, zum Beispiel auch bei dem regionalen Angebot könnt ihr eben sagen, nur München. Ihr könnt einstellen, welches Alter, also wie alt sollen die Menschen sein, die meine Werbung sehen. Ihr seht das jetzt hier, das ist eine Einstellung von unserem Werbekonto. Wir haben hier erst ab 27. Warum? Weil die meisten kaufkräftigen Unternehmer über 27 sind. Alle Geschlechter. Ja, wenn man zum Beispiel eine Hautcreme macht, wie unser Kunde Florent bei ihm, der war auch bei uns im Coaching und er hat natürlich nur Frauen targetiert hier. Und dann kann ich noch weitere Interessen einstellen. In unserem Fall, das geht jetzt hier noch weiter, man sieht hier diesen Scrollleiste, ja, Geschäftsführer, Inhaber, Unternehmer, Entrepreneur, CEO, alle Dinge, die halt für uns relevant sind. Hier könnt ihr Interessen einstellen, die für eure Zielgruppe relevant sind. Wichtig ist Folgendes, die Zielgruppengröße sollte nicht zu klein sein und nicht zu groß. Die sollte nicht 150.000, 200.000 Leute oder weniger sein. Die sollte auch nicht 1,5 Millionen oder mehr sein. Das ist nur eine Faustregel. Ja, es gibt auch Kampagnen, die mit 2 Millionen Leuten gut funktioniert und mit 150.000. Aber macht das nicht zu klein. Lasst Facebook Spielraum zu optimieren und auszutesten. Und dann die letzte Frage ist, wie soll meine Werbeanzeige gestaltet sein? Ja, die Werbeanzeige gestaltet ihr. Ihr nutzt natürlich den Loftfilm, ganz klar. Es macht auch Sinn, im Retargeting ein paar andere Creatives zu verwenden, Testimonials und so weiter. Aber ganz wichtig ist hier diese Headline. Das ist praktisch, was unter dem Video steht. Und das ist, wo der erste Blick drauf fällt von euren Usern. Und das Problem ist, dass viele sowas schreiben wie, jetzt unverbindlich anfragen. Da weiß ich aber nicht, was ihr macht. Ihr solltet hier keine Floskeln verwenden, das Gleiche, was auch auf den Webseiten steht oder für die Webseiten zählt. Es soll konkret ein Versprechen sein. Täglich Kundenanfragen durch landeseiten.de oder Musikunterricht bei dir zu Hause oder online. Bei allen, hier, das ist auch ein Kunde von uns aus dem Coaching, also ich nehme halt viele Beispiele aus dem Coaching, weil ich das sehe, der Max ist heute auch hier, hochwertige Fotos und Videos für deine Produkte. Ich weiß, was er tut. Sofort. Ich kann sofort entscheiden, ist das relevant für mich oder nicht. Und den Werbetext hier oben, was ihr hier macht, ist, ihr nehmt einfach den Text von eurem Loftfilm und packt ihn als Werbetext. Ja, Copy schreiben, gute Copy schreiben ist richtig schwer, aber ihr könnt einfach das recyceln, was unsere Drehbuchautoren schon für euch geschrieben haben, nehmt das als Werbetext, funktioniert gut, machen wir auch. Und so könnt ihr auf Facebook sichtbar sein und auf Facebook Anfragen generieren. Was, wenn ihr sagt, ich habe noch kein Werbebudget oder meine Zielgruppe ist zu klein und sucht nicht, was macht ihr dann? Und dafür gibt es einen dritten Weg und dieser dritte Weg, ihr werdet jetzt gleich sehr enttäuscht sein, der ist nämlich Kaltakquise. Und warum werdet ihr enttäuscht sein? Weil ihr sagt, oh, Kaltakquise ist anstrengend, ist hart, den ganzen Tag telefonieren, den ganzen Tag Ablehnung bekommen, da habe ich keine Lust dazu.
Es gibt aber einen coolen Weg, wenn man weiß, wie es geht, wie man auch mit Kaltakquise und mit der Hilfe von Loftfilm sehr viele Kunden generieren kann. Unser Kunde Paul zum Beispiel hat genau das gemacht. Er hat den Loftfilm eingesetzt, er war hier auf dem Loftfilm-Day tatsächlich, hat hier diese Strategie gehört, hat das umgesetzt und hat sich dann, ich habe ihn auf dem Event wieder getroffen in Mainz, und er sagt, Jonas, wir haben über 100.000 Euro Umsatz gemacht mit deinem Loftfilm und dieser Strategie. Und wie diese Strategie funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und es ist etwas, was wir noch nie gemacht haben. Ich hoffe, es geht gut. Wir werden zum ersten Mal von allen Loftfilm Days eine Live-Demo machen auf der Bühne. Und dazu hole ich jetzt gleich jemanden auf die Bühne, der bei uns jeden Tag solche Schlagzahl-Calls macht, der von morgens bis abends am Telefon ist und der genau diese Herausforderung hat, dass er auch oft mit Menschen spricht, die auf Ablehnung sind, auf Abwehrhaltung. Ich habe gerade keine Zeit, kein Interesse, keine Lust. Und wir zeigen euch jetzt einmal, wie so ein Gespräch aussehen kann. Ich versuche das so authentisch wie möglich zu machen. Ich werde den Kunden spielen und ich versuche das so authentisch wie möglich zu machen, wie das wirklich tagtäglich passiert. Ja, das ist praktisch ein Skript, das ihr verwenden könnt. Ihr müsst halt anpassen auf eure Zielgruppe und dann seht ihr auch, wie ihr den Loftfilm in diesem Film oder in diesem Prozess einsetzt. So, und jetzt erstmal mit einem fetten Applaus auf die Bühne hole ich unseren Kundenberater Tim. So, willkommen. So, bevor wir jetzt gleich loslegen, muss ich mir überlegen, welchen Kunden ich spiele. Was meint ihr? Wollen wir es mit dem leicht machen und einen netten Kunden spielen? Dankeschön. Loftfilm-Kunden sind die besten. Yeah. Okay, also, wir spielen mal einen Kunden, der mit ein bisschen Abwehrhaltung auf den Tim zukommt. Okay, dann ruf mich mal an. Klingeling. Hallo, Jonas Eisert hier. Hallo Herr Eiser, der Tim Stöder hier von der Firma Loftfilm. Wer ist da? Wer sind Sie? Tim Stöder von der Firma Loftfilm. Ich nehme an, mit meinem Namen können Sie jetzt gerade wenig anfangen. Darf ich deshalb direkt auf den Punkt kommen, warum ich anrufe? Ja, kein Interesse. Ha, perfekt, genau deshalb rufe ich an, um Interesse zu wecken. Ist es denn grundsätzlich möglich, Sie als Kunden zu gewinnen? Wie grundsätzlich? Ich weiß ja gar nicht, was ihr macht. Genau deshalb rufe ich an. Wenn Sie kurz 90 Sekunden Zeit haben, dann zeige ich Ihnen auch direkt, worum es geht. Ja, ich kaufe aber nichts. Okay, ich merke schon, Sie müssen überzeugt sein. Deshalb, wenn Sie kurz 90 Sekunden Zeit haben, zeige ich Ihnen auch direkt, worum es geht. Danach können Sie entscheiden, ja, ob komm, Sie das... Ja, komm, 90 Sekunden, dann mach, schieß los. Alles klar. Gehen Sie mal kurz auf www.loftfilm.de. Dort finden Sie oben rechts ein Video. Danach können Sie entscheiden, ob wir da weitersprechen sollen oder nicht. Was soll ich machen? Auf unsere Internetseite www.loftfilm.de. Dort finden Sie oben rechts ein Video. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen und danach sprechen wir weiter. Ich schaue den Film an. Ihr macht diese Cartoon-Filme oder was? Genau richtig. Wir machen Erklärvideos, die online mehr Neukunden gewinnen. Ist das auch grundsätzlich interessant für Sie? Ja, ich glaube nicht, dass das in meiner Branche funktioniert. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, also ich merke schon, das muss sich auch rentieren für Sie. Schauen Sie, wir machen so 600 bis 700 Filme pro Jahr. Und gerade auch in Ihrer Branche haben wir schon extrem viele umgesetzt. Da habe ich letzte Woche erst mit dem Ivan Kurt gesprochen. Der hat den Film auf LinkedIn eingesetzt. Der hat über 25.000 Euro abgeschlossen. In meiner Branche? In Ihrer Branche, mal angenommen, das wäre auch für Sie möglich, wäre das grundsätzlich interessant für Sie? Sie können ja mal was zuschicken, schicken Sie mal eine Mail mit Infos, ich schaue mir das mal an. Herr Eisert, ich habe eine sogar noch bessere Idee. Bevor ich Ihnen da jetzt ein langes PDF zuschicke, was wir am besten machen ist, dass ich ein kurzes Gespräch mit einem meiner Kollegen ausmache, 15 Minuten, da sprechen wir über die Kosten für so einen Film, da sprechen wir auch darüber, ob sich so ein Film auch bei Ihnen rentiert. Danach haben Sie ein besseres Bild von uns, können besser sagen, hey, das ist interessant oder nicht. Sollen wir da mal so ein Gespräch ausmachen? Ja, 15 Minuten von mir aus. Alles klar. Wann passt Ihnen besser, am Montag oder dann am Dienstag? Okay, ich glaube, den Rest müssen wir nicht mehr machen. Okay. Aber erstmal geile Arbeit. Applaus an Tim. So, schauen wir uns mal ein paar Sachen an, die der Tim gerade gemacht hat. Sehr, sehr geil. Und zwar erstmal super wichtig, hohe Energie. Ihr habt ihn jetzt gesehen auf der Bühne. Ja, ihr habt gesehen, dass er lächelt, dass er aufrecht dasteht. Euer Kunde am Telefon, der sieht euch nicht, der hört euch nur. Und da geht ganz viel verloren. Deshalb, ihr dürft es sogar ein bisschen übertreiben. Hallo Eisert, schön, dass ihr dran habt. Hier Jonas von Loftfilm. Macht das ein bisschen over the top, dann passt es bei dem Kunden genau richtig. So, was hat der Tim noch gut gemacht? Der hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es gab mehrere Momente. Ich habe direkt am Anfang gesagt, kein Interesse. Die meisten, die jetzt am Telefon sind, die meisten, die Kaltakquise machen, okay, wieso nicht?
auch später, ich habe gesagt, hey, schick mal was zu oder ein bisschen pumpig, ja, was soll ich jetzt machen? Also mehrfach gab es den Moment, wo der Tim einfach ganz locker geblieben ist, er zieht seinen Plan durch. Ja, fühlt euch da nicht persönlich angegriffen, sondern bleibt einfach eurem Plan treu. Was hat er noch gemacht? Er hat sehr gut Verständnis gezeigt, mehrmals hat er gesagt, ich verstehe, ja, für Sie ist es wichtig, XY. Ja, Sie müssen erst mal verstehen. Was ihr auch sagen könnt ist, ich merke schon, Sie haben wenig Zeit, ist es in Ordnung, wenn ich mich ganz kurz fasse. Das zeigt Verständnis. Und es gibt auch dem Kunden einen easy way out. Auch, na, man kann auch zum Beispiel sagen, hey, Sie schauen sich kurz den Film an und danach sagen Sie mir, ob Sie auflegen wollen oder ob das interessant ist. Das zeigt dem Kunden so eine Hintertür. So, lieber Kunde, keine Sorge, in 90 Sekunden können wir das Gespräch beenden. Und damit kauft man sich wieder ein bisschen mehr Zeit. Die Formulierung grundsätzlich, ist das grundsätzlich für Sie relevant? Ist sehr, sehr mächtig. Ja. Herr Eisert, ich habe gesehen, Ihr Angebot ist super, es ist dann grundsätzlich interessant für Sie, mehr Neukunden zu finden. Ihr werdet da keine begeisterten Ja-Schreie hören, weil die Kunden wissen ja auch, was ihr macht, aber die können auch nicht Nein sagen. Die sagen dann, ja, grundsätzlich schon. Kann ich Sie dann grundsätzlich als Kunden, sehen Sie dann, ist es dann grundsätzlich möglich, Sie als Kunden zu gewinnen? Ja, grundsätzlich schon, ich muss halt mal wissen, was ihr macht. Ja, könnten Sie dann aktuell grundsätzlich noch Kunden aufnehmen? Ja, also ein paar mehr Neukunden würde schon gehen. Super, dann habe ich genau den richtigen am Apparat, hohe Energie, Gespräch weiterführen. Social Proof hat der Tim auch reingebracht, der hat gesagt, ich habe gerade einen Kunden, genau in Ihrer Branche. Ja, man kann auch sagen, hey, ich glaube, das hat der Tim auch gemacht, das höre ich ganz oft. Aber wenn Sie dann mal wissen, was wir machen, dann sind Sie meistens begeistert. Das könnte ich mir bei Ihnen auch vorstellen. Haben Sie 90 Sekunden? Ja, und das ist auch eine Sache, die der Tim gut gemacht hat. Er wollte von Anfang an diese 90 Sekunden. Er wollte den Loft-Film zeigen. Und er hat es einmal probiert, vielleicht habt ihr es gemerkt. Er hat es am Anfang probiert, hat gesagt, haben Sie 90 Sekunden? Und die Antwort war, ja, ich kaufe aber sowieso nichts. Und wieder ist cool geblieben, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und was er jetzt gemacht hat, ist, er ist einfach nochmal in einen Loop gegangen. Er ist nochmal zurückgegangen, hat gesehen, ich kaufe aber sowieso nichts. Und hat dann irgendwie gesagt, ich sehe schon, Ihnen ist wichtig, dass Sie überzeugt sind, ja, und nicht einfach irgendwas zusagen. Haben Sie dann 90 Sekunden? Und wenn der Kunde sagt, ja, ich habe aber kein Interesse in dem Angebot, kann man nochmal in den Loop gehen. Das heißt, ihr habt einen Plan, der ist Schritt für Schritt. Und er soll da rauskommen, dass der Kunde den Loftfilm schaut. Und danach wird der Kunde ein bisschen wärmer sein. Der wird auch dann nicht sagen, oh geil, wo kann ich unterschreiben? Aber ihr habt euren Plan und davon lasst ihr euch nicht abbringen. Auch, vielleicht ist euch aufgefallen, das werdet ihr oft hören, schicken Sie mal was zu. Das ist nicht Tims Plan. Weil, wenn wir was zuschicken, da wird nie was draus. Nie. Einem Kunden eine E-Mail schicken mit Informationen, könnt ihr auch gleich sein lassen, bringt nichts. Der Tim ist aber cool geblieben, ist seinem Plan treu geblieben und hat gesagt, wissen Sie was, Herr Eisert, ich habe sogar noch eine bessere Idee. Das impliziert, dass der Kunde bekommt, was er will und sogar noch mehr, anstatt zu widersprechen. Viele machen den Fehler, dass sie dem Kunden widersprechen und sagen aber. Das Wort aber könnt ihr sofort streichen aus allem Kaltakquise- und Verkaufsprozessen, die ihr habt. Stattdessen sagt ihr, super Idee, ich weiß sogar, was wir noch besser machen können. Ja. Schicken Sie was zu, ich habe sogar eine noch bessere Idee. Ja, ist noch Zeit, spart Ihnen noch mehr Zeit. Und dann hat er eine Win-Win-Situation erzeugt. Was ihr zusätzlich noch machen könnt, damit der Einstieg nicht ganz so kalt ist, ist, ihr könnt den Loftfilm vorab zuschicken als Videokarte. Wir haben auch hier einen Partner, ja, ihr seht, wir haben die Partner genauso ausgewählt, dass sie möglichst vielen von euch helfen können. Ein Partner, deine Videokarte, die haben draußen Stand und die produzieren hier diese Karten. Und die funktionieren so, wenn man die aufklappt, ist da ein Monitor eingebaut und der Loftfilm spielt ab. Und das machen wir auch für unsere Akquise, das machen auch viele Kunden von uns. Und die schicken das vorab zu, rufen dann an. Und der erste Satz ist, Herr Eisert, wir haben Ihnen was zugeschickt, so eine Videokarte ist dir angekommen. Und damit hat man direkt den Fuß in der Tür. Und die Reaktion, weil diese Karten sind echt cool, die Reaktion ist meistens, dass die Entscheider sagen, ach, ihr wart das? Ja, die ist cool, die habe ich gesehen. Wir haben sogar den Fall schon gehabt, dass ein Kunde, die ein Jahr rumliegen hatte bei sich und dann von sich aus wieder auf uns zugekommen ist. Also das könnt ihr machen, ist kein Muss. Man kann auch eine Broschüre vorab schicken mit einem QR-Code, QR-Code scannen, dann sieht man den Loftfilm. Also vorab was zuzuschicken, macht nochmal den Einstieg ein bisschen wärmer. Alles andere, was ich gerade gesagt habe, was Tim gerade gemacht hat, zählt dann natürlich trotzdem. So,
Wo bekommt ihr diese Kontakte her? Diese Kontakte könnt ihr einfach kaufen online. Klar, ihr könnt die recherchieren, im Telefonbuch nachtragen, ergoogeln. Ihr könnt aber zum Beispiel auf so Plattformen gehen wie Krefo, die Kreditreform oder Northdata und könnt dort die Kontakte kaufen. Und das Schöne ist, gerade bei der Krefo, bei Northdata auch, bei der Krefo könnt ihr die Bonität mit angeben. Ihr könnt sagen, ich möchte nur Firmen mit sehr guter Bonität. Ihr wisst also, dass die kaufkräftig sind. Bei Northdata könnt ihr die Mitarbeiterzahl angeben. Also nur Firmen, die mindestens 20 Mitarbeiter haben zum Beispiel. Und dann kauft ihr die und dann telefoniert ihr die einfach ab. Und das ist der dritte Weg. Ihr macht Kaltakquise, ihr nutzt auch hier den Loftfilm als Hilfe. Und auch hierzu findet ihr im Kurs nochmal genaue Skripte, genaue Anleitungen, ausführliche Videos. Wie reagiere ich zum Beispiel, wenn ich den Gatekeeper habe, also die Sekretärin, und die will mich nicht durchlassen? Dafür haben wir genaue Anleitungen für euch. Setzt das um, das funktioniert. Wir haben Kunden, die 1 Million Euro Monatsumsatz gemacht haben, nur mit Kaltakquise, die sind heute auch hier. Das geht. Ihr müsst nur die Fleißarbeit machen. Ihr könnt das auch irgendwann euren Mitarbeitern beibringen. Wie ihr seht, der Tim, mega gut gemacht. Ihr müsst das nicht für alle Zeiten selbst machen. Und eine dieser drei Strategien sollte für jeden hier im Raum funktionieren, damit ihr aus dem Loftfilm nicht nur euer Investment wieder rausholt, nicht nur ein paar Kunden gewinnt, sondern wirklich regelmäßig immer wieder Kundenanfragen bekommt. Und ich möchte euch jetzt gleich drei Kunden vorstellen aus ganz verschiedenen Branchen, mit denen wir zusammenarbeiten in unserem Coaching-Programm. Und ich will die einfach mal fragen, was die gemacht haben, wie die das gemacht haben, dass ihr einfach mal seht, das, was ich hier sage, funktioniert nicht nur für uns. Diese Geschichten, die ich euch hier erzähle, die sind nicht nur ausgedachte Geschichten, sondern sind echte Kunden, echte Unternehmer dahinter, die diese Ergebnisse haben und für die das funktioniert. Da soll eine Motivation für euch sein, dass ihr auch ins Handeln kommt. Der Basti war vorhin hier, hat gesagt, ihr müsst umsetzen, sonst bringt das alles nichts. Hierher zu kommen ist der erste wichtige Schritt. Am Ende müsst ihr auch umsetzen, damit die Ergebnisse kommen. So, bevor ich jetzt gleich die drei Kunden auf die Bühne hole, will ich euch noch einmal kurz sagen, was unser Coaching-Programm ist, dass ihr einen Kontext habt. Und natürlich haben wir auch dafür einen Loftfilm gemacht. Täglich Anfragen von Neukunden in deinem E-Mail-Postfach. Das geht mit deinem Loftfilm. Aber erst, wenn du ihn richtig einsetzt. Denn der beste Film bringt nichts, wenn ihn niemand sieht. Im Online-Marketing gibt es zahlreiche Optionen. Google, LinkedIn und soziale Medien, organisch oder mit bezahlter Werbung, YouTube, TikTok, Outbound-Mailings. Die Herausforderung? Nicht jedes Angebot eignet sich für jeden Marketingkanal. Ganz schön schwierig, da durchzublicken und ganz schön einfach, viel Geld aus dem Fenster zu werfen. Damit Loftfilm-Kunden das nicht passiert, gibt's unser Mehrkunden-Online-Coaching. In diesem Programm arbeiten wir einige Monate eng mit dir zusammen. Dabei erfährst du, welche Kanäle die richtigen für dich sind, wie du genau dort sichtbar wirst, wo deine potenziellen Kunden unterwegs sind, wie du auf Google ganz oben stehst und wie du mehr Besucher auf deine Website bekommst, die dann zu Kunden werden. Zu allen Themen erhältst du ausführliche Videokurse. Deine Fragen beantworten wir dir 24/7. Zusätzlich hast du Zugang zu mehreren Videotelefonaten pro Woche mit unterschiedlichen Experten. Unser Geschäftsführer Jonas Eiser zeigt dir persönlich, welche Marketingmaßnahmen uns zum Marktführer mit mehr als 10 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Alle unsere Schwerpunkt-Coaches haben ein erfolgreiches Unternehmen im eigenen Fachbereich. So lernst du genau die Online-Marketing-Methoden, die sie an die Spitze ihrer Branche gebracht haben. Wichtig: Marketing ist Chefsache. Deshalb ist unser Coaching speziell für Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen ausgelegt. So, dass du es auch neben deinem Tagesgeschäft umsetzen kannst. Bevor es losgeht, nehmen wir uns 90 Minuten Zeit, dein aktuelles Marketing zu analysieren. Dann erstellen wir kostenlos eine Strategie, welche Methoden für dich funktionieren und mit welchen Ergebnissen du rechnen kannst. Buche dir jetzt online deinen Analysetermin. Und jetzt einen fetten Applaus für unsere drei Kunden, Margot, Patrick und Michael. Und wir wollen jetzt einmal euer Marketing unter die Lupe nehmen und einfach mal schauen, was ihr so gemacht habt in den letzten Jahren. Ich fange mal an mit Margot, weil Margot ist, glaube ich, schon am längsten dabei. Wir kennen uns, glaube ich, seit 2019 ungefähr, in der Größenordnung. Und damals hatten wir noch keinen Loftfilm Day, damals hatten wir noch keine Schulung online, damals hatten wir noch keine Hilfestellung beim Einsatz des Loftfilms. Und Margot ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit machen soll. Margot, wie war denn da damals deine Ausgangslage? Erklär vielleicht nochmal kurz, was du machst und was damals so deine Ausgangssituation war.
Genau. Ja, wie du sagst, also ich glaube, wir arbeiten von Stunde null bereits zusammen. Das sind mittlerweile 7 Jahre. Und du warst damals am Anfang, ich auch. Ich habe eine Sourcing-Agentur, das heißt, wir bauen Lieferketten auf. Du hast eine coole Produktidee, brauchst aber einen Hersteller, der dir das Produkt produziert. Du brauchst die entsprechende Logistik dazu und das ist das, was wir machen. Genau. Ich hatte dann einen sehr coolen Namen auch dafür entwickelt, die sogenannte Fabrik für Jedermann. Ich wusste, ich habe ein extrem cooles Wording, ich habe ein cooles Paket, ich hatte ein cooles Video, aber ja, was das tatsächlich gefehlt hat, wie komme ich an Kunden? Ja? So, und das war die Ausgangslage, die wir beide hatten. Und du hast mir damals vor 7 Jahren halt extrem geholfen, den sogenannten Funnel aufzubauen. Also wirklich von null weg, von der ersten Kontaktaufnahme, wie komme ich zu den Kunden, bis hin zum Abschluss. Und ich wollte das ja zu Beginn nie so wirklich glauben, dass das so schnell und so effizient und so einfach mit Facebook gehen kann. Aber du hattest recht. Wir haben im Prinzip eine Landeseite gebaut, bevor es Landeseiten überhaupt gab. Ja, damals haben wir einfach nur gesagt, okay, wie können wir deine Webseite verbessern? Und du hast gesagt, du hast es nie so wirklich geglaubt, dass es funktionieren kann. Wieso? Wo kamen denn diese Sorgen her? Ja, weil du kamst da halt um die Ecke mit Drehbücher für Setter, Drehbuch für Closer und ich fand das alles ein bisschen, wenn ich so sagen darf, fast ein bisschen lächerlich zu Beginn. Ich dachte, ja, was soll ich da jetzt mit meiner Company? Ich mache ewig Einkauf, soll ich da jetzt in eine Rolle springen, in der ich mich auch nicht wirklich jetzt wohlfühlte und habe halt dann dementsprechend auch mein Team um mich herum aufgebaut, diese Rollen trainiert. Und dementsprechend besetzt und ja, also ich habe alles probiert, alle Akquise-Kanäle und ich kann für mich, für mein Produkt sagen, dass halt Facebook ein Tool ist, wo du halt wahnsinnig schnell Abschlüsse machen kannst, ja, und das ist sehr angenehm als Unternehmerin. Sehr cool, also wenn Margot sagt Drehbuch, dann meint sie praktisch einen Leitfaden, ein Skript für das Vertriebsteam und das ist auch etwas, was jeder von euch haben sollte. Wie viele von euch haben schon ein Skript, Leitfaden? Ja, definitiv zu wenige. Also ihr braucht ein Skript, auch wenn ihr gute Verkäufer seid, auch wenn ihr Naturtalente seid. Irgendwann kommt der Moment, in dem ihr ein Team aufbauen wollt, in dem ihr das abgeben wollt und spätestens dann braucht ihr unbedingt ein Skript. Ja, also macht das auf jeden Fall. Genau das haben wir zusammen erstellt. Und dann ja, kamen die ersten Anfragen rein über Facebook. Wie viele Kunden hast du mittlerweile gewonnen über Facebook? Das ist schwer zu sagen, aber es ist wirklich, ich habe Facebook ist mein Akquise-Tool, das andere sind einfach Netzwerke, die wir gesponnen haben und es reicht für meine Firma. Also hast du so eine Größenordnung, wie viel Umsatz seitdem entstanden ist oder wie viele Kunden? Also ich weiß, dass wir jeden Monat mehrere Kunden finden, aber hast du irgendwie so eine Größenordnung? Genau, also ich kann sagen, dass ich halt so im Monat durch die Fabrik für Jedermann, durch die Facebook-Ads 5 bis 6 Abschlüsse mache. Ja? Sehr cool. Sehr, sehr geil. Fetten Applaus für Margot. Ja, auch dafür, dass sie sich getraut hat, das anzugehen, obwohl sie gesagt hat, hey, da kommt so ein junger Typ, der irgendwie noch nicht viel vorzuweisen hat und erzählt mir hier was von Online-Marketing und sich trotzdem getraut hat. Also großen Respekt dafür und das wird auch belohnt. Sehr cool. Dann Michael ist auch wieder da. Michael, ich hole dich so gerne auf die Bühne. Du warst beim letzten Noch Film Day auch schon hier. Ja, du bist einfach auch ein cooler Typ. Und Michael, wie lange bist du jetzt schon bei uns dabei? Ich glaube seit 4, 4,5 Jahren etwa. Auch schon relativ lange? Genau wissen tue ich es nicht, aber zum Thema Loftfilm, wir haben gestern die Idee gehabt für die Menschen, die seit jedem dabei sind, muss man so Ultraschalls drucken lassen. Wir haben überlegt, einen Award zu vergeben für den treuesten Loftfilm Day Teilnehmer. Müsst ihr vielleicht, da vorne sitzt der Marvin, ist auf jeden Fall auch Anwärter und du definitiv. Du bist ins Coaching gekommen, weil du auf dem Loftfilm Day warst. Und danach gesagt hast, hey, ich möchte mehr mit euch zusammenarbeiten. Und was ist seitdem passiert mit deiner Firma? Ja, also wir haben den Loftfilm machen lassen, weil wir einen schlauen Unternehmensberater hatten, der gesagt hat, was ihr macht, ist so high level. Also wir sind eine IT-Unternehmensberatung, die bei mittelständischen und Konzernen Office 365 so optimiert, dass ihr nachweislich 6 bis 7 Stunden pro Mitarbeiter pro Woche sparen könnt. So, das ist hochspezialisiert. Und er sagte, er braucht ein Image-Video, weil ihr wollt hochpreisig verkaufen, macht Image. Und da habe ich gesagt, Mensch, wir sind 4, 5 Leute, wir machen im Jahr 3, 4 neue Kunden, gerade bei Konzernen.
da brauche ich kein Imagevideo. Wir sind durch Netzwerk gewachsen. Ich sage, wenn ich neue Kunden haben möchte und strategisch wachsen möchte, dass ich planen kann, dann muss ich den Leuten erklären, was tun wir eigentlich. Und so bin ich zu euch gekommen mit dem Erklärvideo, bewusst auch Zeichentrick. War für mich auch ein Spagat im Kopf, sage ich ganz offen. Es kommt aber sehr gut an, weil man eben be different, wie die anderen klassischen geleckten Unternehmensberater, will ich sie mal nennen, sich einfach distanziert. So, und dann haben wir den Loft-Film bekommen, waren noch alle begeistert, aber es ist noch nichts passiert. So, weil, nur weil er auf der Webseite ist, kommt ja keiner mehr auf die Webseite. So, und dann haben wir Jonas mal angerufen, oder nee, auf dem Loft-Film, den haben wir gesprochen. Ja. Er sagt, Jonas, der Film ist super, aber der bringt mir gar nichts. So, und dann hast du das Coaching vorgestellt, dann haben wir einfach lose Ideen abends ausgetauscht. Und das, der erste Schritt für mich war, wir haben also schon immer diesen zweistufigen Sales-Prozess gehabt, also Closer, Setter, Closer. Und im Strategiegespräch habe ich den Film einfach in die PowerPoint eingebaut. Und das hat dazu geführt, dass wir tatsächlich 30% höhere Abschlussquoten hatten, obwohl alles andere genau gleich blieb. Wir haben einfach nur den Film eingebaut. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir wachsen. Dann war die erste Erkenntnis, Google Ads ist nichts für uns, weil unsere Kunden haben ein Problem, wissen das aber gar nicht. Darum würden sie auch nie danach suchen. Dann haben wir angefangen mit dem einfachsten, schnellsten, mit Kaltakquise. Wir haben die Skripte genommen, an uns angepasst im Coaching mit euch gemeinsam, wo auch erst die Idee war, Mensch, wir wollen hier Top-Manager ansprechen, wir wollen Geschäftsführer ansprechen. Die kannst du nicht mit so einem plumpen Skript irgendwie abfrühstücken, wie das jeder schon erlebt hat, der eine Zeitung oder einen neuen Stromanbieter verkauft bekommen soll. Unterscheidet sich komplett. Und das Verrückte ist, es funktioniert. Wir machen derzeit in der Woche so um die 300 Calls und haben eine Quote von zwischen 4% und 6% je nach Woche, wo wir dann Strategiegespräche bekommen. Sehr, sehr geil. Also Michael macht die Kaltakquise-Strategie, ja, gibt da wirklich Gas mit seinem Team und ihr hört es, es ist möglich. Wie hat sich der Umsatz verändert jetzt in den letzten Jahren oder seitdem wir zusammenarbeiten? Also der Umsatz hat sich in Summe verdreifacht. Im ersten Jahr hat er sich verdoppelt und dann haben wir bei uns halt intern die Hausaufgaben, Organisationsstrukturen anpassen, die Skalierbarkeit schaffen, die richtigen Mitarbeiter finden. Da sind wir aktuell da dran, aber er steigt. Sehr, sehr geil. Und Michael, ich hoffe, ich darf dir jetzt so erzählen, du hast mir das gestern erzählt, du hast jetzt auch große Kunden verloren und dementsprechend, ja, auch für die, die jetzt hier sind und sagen, ich habe ein, zwei, drei große Kunden, verlasst euch nicht darauf, dass die für immer da bleiben. Ja, ihr braucht ein System, mit dem ihr auch neue Kunden wieder generieren könnt und wartet nicht, bis es brennt, bis ihr merkt, oh verdammt, mein Umsatz ist mir gerade weggebrochen, wie bezahle ich jetzt mein Team, sondern kümmert euch vorher darum, ja, weil wenn es brennt, dann ist es zu spät. Genau, Michael, auch eine sehr coole Idee, den Loft-Film im Verkaufsgespräch einzusetzen, in der Präsentation, ja, einfach einzuspielen. Also ihr seht auch da, denkt ein bisschen out of the box, wo können wir den Loft-Film noch nutzen. Hattest du irgendwelche Zweifel am Anfang, ob das funktioniert oder ob das auch für dich funktioniert? Absolut. Also es war ein mutiger Schritt, weil ich komme halt aus der alten Welt, große Konzerne. Ich habe früher mal bei Adidas weltweit ein modernes Arbeiten eingeführt. Und das, die ticken halt ganz anders. Und man ist auch immer so ein bisschen eingeschüchtert, was man als kleines Unternehmen für so ganz große eigentlich machen kann. Wenn man es aber reduziert auf alles Mögliche, am Ende Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und wenn ich dann genau überzeuge, zur richtigen Zeit meinen Pitch bringe, wenn ich die Argumente habe und den Menschen da abhole, wo ich ihn eigentlich hinhaben möchte, dann kommt das von ganz alleine. Sehr cool, sehr, sehr geil. Ein Applaus für Michael. Genau, hier, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ja, am Ende, der Basti hat es heute ganz oft gesagt, ihr müsst umsetzen, ja, das beste Coaching, die beste Beratung, das beste Wissen bringt euch nichts, wenn ihr nicht auch ins Machen kommt. Und Michael ist jemand, der wirklich ins Machen kommt, Margot auch und Patrick natürlich auch. Und Patrick, du bist jetzt der Dritte im Bunde. Erzähl doch einmal ganz kurz, was du machst, was ist denn dein Angebot? Hallo Jonas, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich bin wahrscheinlich der Einzige in diesem Raum hier, der eigentlich gar keinen Loft-Film hat. Deswegen habe ich gedacht, da wird man hier nicht eingeladen. Ich mache LinkedIn. Ich habe vorher Beratung gemacht, habe Workshops gegeben, hauptsächlich Corporates, großen Unternehmen auch gezeigt, wie man LinkedIn nutzt, um Neukundengeschäft zu generieren. Und mache ich jetzt seit 2019 und in diesem Frühjahr habe ich mich umpositioniert. Also war jetzt hauptsächlich als Berater gearbeitet mit einem Mitarbeiter und einem Freelancer noch. Genau, und ich habe irgendwie gemerkt, ich habe meine Kunden damals über Live-Webinare, die ich gegeben habe, generiert. Ich habe immer wieder regelmäßig Live-Webinare gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert, war okay.
Und dann habe ich mich damit beschäftigt, dachte, irgendwie geht das nicht so voran, wie ich mir das wünsche, und habe mich dann im Frühjahr ein bisschen umpositioniert, weil wir zwei Sachen festgestellt haben. Wir haben festgestellt, dass auch gerade auf LinkedIn, ich weiß nicht, kurz mal Hand hoch, wer hat ein LinkedIn-Profil in diesem Raum? Ja, doch ein paar. Genau, wir haben festgestellt die letzten Jahre, dass es ist ein großer Unterschied, A, welches LinkedIn-Profil man nutzt in einem Unternehmen. Also ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, ob ich jetzt den Praktikanten nutze oder den Geschäftsführer. Ja. Und das, also der Geschäftsführer funktioniert im Vernetzen in der Ansprache deutlich besser, 30-40% in der Regel. Da ist aber ein Riesenzeitproblem. Ja. Der Geschäftsführer hat in der Regel keine Zeit für LinkedIn, möchte das nicht machen. Und dann haben wir uns umpositioniert, haben gesagt, das bieten wir jetzt als Full Service an. Ja. Wir übernehmen LinkedIn-Profile von Geschäftsführern, vernetzen die mit anderen Geschäftsführern und generieren so Neugeschäft. Das ist auch eine gute Sache, weil man auf LinkedIn sehr speziell, gerade zum Beispiel in so einem Fall, mal sehr speziell über den Sales Navigator Zielgruppen ansprechen kann. Genau. Und in dieser Situation im Frühjahr bin ich dann auf Jonas gestoßen, tatsächlich, und hatte mit ihm lustigerweise über Instagram und habe ihm da geschrieben. Er hat mich dann sehr freundlicherweise auch direkt angerufen. Dann hatten wir zwei, drei Telefonate. Der Jonas ist ja sehr auf den Punkt und hat mir sehr schnell gesagt, was ich ändern muss und was mein Weg wäre, Neukunden zu generieren. Genau, bei Patrick war der Stand auch der, also Margot hatte wirklich absolut gar keine Vorerfahrung mit Facebook, als wir uns kennengelernt haben. Patrick hatte schon ein Facebook-Werbekonto, hat auch schon Geld ausgegeben, hat auch schon einen Facebook-Experten gehabt. Und dann haben wir mal, hat er gesagt, hey Jonas, können wir uns mal eine halbe Stunde Zeit nehmen, da drauf zu schauen? Ich sage, klar, immer gerne. Und ja, da waren nicht alle Einstellungen ganz super getroffen. Wie ist dann weitergegangen? Ja, ich glaube, also hier liegt der Teufel wirklich im Detail. Also ihr habt uns ja in zwei Sachen geholfen. Also erstmal haben wir die Homepage umgebaut. Ich habe ja jetzt auch eine Landeseite. Das heißt, hier wurde komplett umgetextet, umformuliert, sodass sie hochkonvertierend ist. Also wenn ihr auf unsere Homepage tobisales.de geht, das führt einen immer dahin, dass man einen Termin bucht. Ja, das war auf jeden Fall ein Aufwand. Auch nochmal vielen Dank hier an das Team von Landeseiten. Die haben echt einen guten Job gemacht und ich war da auch ein bisschen garstig teilweise, aber das hat dann doch ganz gut funktioniert und habe ich auch gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Ja? Also richtig zu texten, auch wie man, dass man so textet, dass es leicht zu lesen ist. Ja? Das ist nur ein Beispiel, finde ich. Da kommt man erstmal gar nicht drauf und sagt, okay, man muss das so texten, dass es leicht zu lesen ist, wenn man da runter scrollt. Ich erinnere mich, bei der ersten Seite, da war der Text von der Überschrift, da war ein Bild von Patrick ganz oben, ja, und der Text war genau über seinen Augen. Das war wie so ein zensiert Bild von so einem Schwerkriminellen, wo man ihn unkenntlich, ja, machen will. So war der Text über, ja, sein Gesicht gelegt. Gut, das sieht also jetzt ein bisschen schöner aus. Sieht ein bisschen schöner aus. Also ich habe auf jeden Fall relativ schnell gelernt, dass ich nichts weiß. Ja, das bringt einem Jonas ja, das lehrt einem Jonas ja erstmal als erstes, dass man erstmal nichts weiß. Und wenn man denkt, man weiß was, kommt man zu Jonas und stellt fest, man weiß eigentlich gar nichts. Und dann, genau, dann hat er mich in sein Coaching reingeholt. Also wir haben dann in diesem Zuge natürlich auch, wie gesagt, die Homepage komplett neu gebaut. Und lustigerweise hatte ich die Homepage gerade erst neu gebaut. Ja, das ist sehr schmerzhaft, wenn man dann die nochmal neu bauen darf. Ja. Und das haben wir dann gemacht und genau in dem Zuge dann bei Jonas im Coaching das Thema Facebook angegangen. Also ich hatte mich vorher dann schon entschieden und gesagt, okay, sehr wahrscheinlich ist ein Facebook the way to go, um Kunden zu generieren, Werbeanzeigen. Und auch hier habe ich dann gelernt, das reicht halt nicht, sich irgendwie 5 YouTube-Videos anzuschauen, wie Facebook Meta Werbeanzeigenkonten funktionieren. Und auch das habe ich gelernt, das reicht in der Regel auch nicht, mit einem Meta-Ansprechpartner zu telefonieren. Das schadet meistens. Das ist noch ein Tipp für euch alle. Diese sogenannten Meta-Experten, also diese Ansprechpartner, die man von Facebook direkt bekommt, die schaden mehr, als sie helfen. Also wenn da jemand kommt, man ist dann ganz stolz, so, oh, ich habe jetzt einen persönlichen Ansprechpartner bei Facebook, ja, aber die haben wirklich keine Ahnung, die machen zweimal im Jahr einen Workshop und kriegen da gesagt, was sie jetzt erzählen sollen und meistens sagen die denen nur, hey, gib mehr Budget aus, weil dann verdient Facebook mehr Geld. Dementsprechend, ja, verlasst euch nicht auf diese Ansprechpartner, hört lieber auf Leute, die selbst Werbung schalten und selbst Geld auch ausgeben. Jonas ist also quasi schlauer wie Facebook, könnte man sagen. Wie zumindest die Facebook-Ansprechpartner, das würde ich ja beschreiben. Ja, also das war natürlich, Entschuldigung, es waren genau solche Themen. Also dann sitzt man natürlich beim Jonas im Coaching und hat dann einen Facebook-Ansprechpartner, denkt sich, gut, also das kriegt er jetzt auch selber hin. Ja. Aber es ist halt dann doch, da liegt der Teufel im Detail. Und gerade bei diesem Werbeanzeigenkonto, ich weiß nicht, wie viele in diesem Raum sich hier schon mit
Werbeanzeigen beschäftigt haben. Jonas, du hast es ja vorhin gesagt, viele sagen, ja, das funktioniert für mich nicht. Und das ist halt genau, also da liegt der Teufel halt im Detail. Wie texte ich? Ja? Wie ist eine Werbeanzeige aufgebaut? Wie wird die ausgespielt? Dann dauert das ja auch. Ja? Das dauert ja 2 bis 3 Wochen, bis der Algorithmus erstmal das so an der richtigen Zielgruppe angepasst hat, dass da Anfragen reinkommen. Das sind lauter so viele, viele Details, die man gar nicht weiß und auch nicht mitkriegt erstmal. Genau, meistens funktioniert es deshalb nicht, weil halt was falsch aufgesetzt ist. Patrick, eine letzte Frage noch. Wie war bei euch jetzt die Entwicklung seitdem? Was hat sich in deinem Unternehmen getan, auch umsatztechnisch? Ja, wild. Also das ist so wild, dass wir es gar nicht stemmen können. Also ich habe, das Erste, was ich irgendwie gehört habe, ist, man hat dann relativ schnell eigentlich kein Kundenproblem, sondern ein Mitarbeiterproblem. Da war ich, das ist immer noch ein Problem bei mir. Also wir können gar nicht so schnell umsetzen, wie wir an. Wir bekommen im Moment pro Tag 5 bis 10 Geschäftsführeranfragen. Das ist so ein Tagesumsatz aktuell jetzt die Woche zwischen 20.000 und 25.000 Euro pro Tag. Das ist halt wild, wenn man ein 5-Mann-Team hat. Und irgendwie dann doch das größere Problem ist, gute Leute in München zu finden. Und in der Situation befinde ich mich gerade. Also. Genau, der Patrick kam gestern auch zum VIP-Dinner. Da sind alle unsere Coaching-Kunden eingeladen und hat gesagt, ey, sorry Jonas, dass ich heute nicht beim Münchner Marketing-Kongress war. Die Kunden rennen mir die Bude ein. Ich kann mich vor Aufträgen kaum retten. Deshalb einmal eine Runde Mitleid mit Patrick, dass er so viel Umsatz macht. Oh. Ja. Aber natürlich, jetzt gehen wir das Thema Mitarbeiter an, was wir natürlich auch zusammen adressieren und auch Teil des Coachings ist. Genau. Vielen Dank, Patrick, Margot und Michael, dass ihr eure Erfahrungen hier geteilt habt. Mir war wichtig, dass ihr einfach alle mal seht, das funktioniert für echte Unternehmer aus ganz verschiedenen Branchen, aus ganz verschiedenen Bereichen. Es wird nämlich auch für euch funktionieren, wenn ihr umsetzt. Aber davon ist es abhängig. Das Wissen geben wir euch mit hier bei dem Loftfilm Day. Das geben wir euch mit in dem kostenlosen Online-Kurs. Ja, für alle, die sagen, ich möchte da noch eine intensivere Zusammenarbeit, für euch ist vielleicht auch das Coaching eine Option. Das Wissen geben wir euch mit. Wir helfen, wo wir können, so viel wir können. Unsere Mission ist, dass für euch sich die Zusammenarbeit mit Loftfilm gelohnt hat oder in deinem Fall mit Landeseiten, ja, die Zusammenarbeit sich lohnt. Aber ihr müsst uns auch mithelfen. Wenn ihr euren Teil nicht macht, dann können wir uns auf den Kopf stellen. Es wird trotzdem nicht funktionieren. Ja, also wenn ihr Lust habt, da mehr mit uns zusammenzuarbeiten, auch im Coaching-Programm, kommt gerne auf uns zu, sprecht es an. Wenn ihr das nicht machen wollt, auch kein Problem. Wir geben euch genug kostenlose Möglichkeiten auch mit, die ihr nutzen könnt, aber nutzen müsst ihr sie selbst. So, vielen Dank an euch drei. Einmal nochmal bitte einen fetten Applaus für die drei. Applaus